Neues USA-Pack. Part 2 ist draußen. Ich fahre jetzt Watkins Glen. Grand Prix, aber ohne Schikane. Mit dem DPI. Ich habe jetzt keine Quali-Zeit hingelegt. Dann geht's auch schon los ins Rennen. 10 Minuten soll es sein. Default-Setup. Fliegender Start. Mal schauen. Schaden ist an, also versuchen vorsichtig zu sein. Keine Schikane, sonst wäre jetzt hier einer. Einmal rechts und wieder rein. War eine Grand Prix-Kurs, heißt, geht hier links lang. Halbe Trainingsrunde geschafft. Jetzt haben wir rein Fuchs mit dem Auto und der Strecke. Ja, die Strecke kenne ich, aber Bremspunkte, Schaltpunkte. Mal gucken. Was ich mal mitbekommen habe, ist hier, dass die Auslaufzone hier nicht als Tracklimit gilt. Also ich könnte eigentlich viel mehr Schwung mitnehmen. Noch holen. Zumindest rankommen. Vorsichtig. Spaß hier. Nicht gut. Leichtes Übersteuern, mehr so ein Rutschen. Kommen wir aber auch. Oh, da steht der zweite. Treppchen. Genau, hier beim 100er schön bremsen.
hier. Fährt er wieder weg. Was ist das zweite Ausfahren da? Echt bringt. Schwung auf die Gerade. Was ist denn hier drin fahren? Das zweite Schild quasi nicht so weiter. Da war ein Hubschrauber. Er steigert sich auch vor mir. Schwieriger. Hier komme ich mal wieder ran. Sauber hier. Muss ich am Ende mehr Schwung eigentlich mitnehmen. Zu weit. Zu viel Gas oder Kurve. Okay, das Dach hat auch. Wo hat sich die erste gedreht? Kommen wir vorbei? Schaden.
ist jetzt ganz oder gar nichts. Spielzug macht aber schon neben ihm. So, letzte Runde und jetzt. Alles rausholen, ja. Schon ist wieder da. Der hat jetzt hier zurückgezogen. Dünner Schuss. Schönes Rennen. Wie sehen wir aus? Das ist unsere Karre. Schön. Da kommt noch einer angefahren. Und das wär's denn. 10 Minuten mit dem DPI auf Watkins Glen, der neuen Strecke. Hat Spaß gemacht, schönes Rennen. Mit Jerome gefightet. Ja, schön.